Moin Moin, willkommen zurück zu Halo 5 Guardians. Wir sind auf St. Helios unterwegs und haben jetzt Kampfläufer am Start hier. Mit klassischen Bodenstampfer am Start hier. Und kämpfen uns jetzt weiter durch die Allianz Richtung Gebieter. Wenn die sogar schön markiert hier. Auf jeden Fall. Wir hatten noch zwei Läufer am Start. Wo ist der zweite denn? Wer hat den genommen von meinen Leuten? Wow, Fahrzeug! Das war's. Ah ne, da ist Bug drin. Bug fährt das Ding. Nice. Nice, Alter. Läuft bei ihm. Ah, das sind hier verbündete Eliten, die wir auch als Verstärkung bekommen haben. Spartans, die Räume des Konzils der Ältesten sind auf der anderen Seite des Hofes. Schnell, wir haben den Kontakt zu den Truppen des Gebieters im Inneren verloren. Verstanden. Panzer muss weg. Hol mir den Gebieter da raus. Hinter mir. Okay, der Wraith muss weg, auf jeden Fall. Das Nachladen der Raketen dauert sehr, sehr lange. Na? Ich glaube, der Panzer, den haben wir. Dann noch den Kleinkram ausschalten. Komm, ich mach die Bodenstampfer. Hey, hey, hey! Lass den Scheiß! Da läuft noch einer. Jetzt mal das Geschütz zerstören, dass da keiner mehr drankommt. Dass das Ding nicht springen kann, ist schade. Oh, oh, oh. Hört auf, mir die Granaten immer ranzukleben, Mensch. Bist immer noch mit dem Mann schon wieder. Immer noch schon wieder, gut, ne? Alle meine Raketen, die fliegen aber auch scheiße. Wenn ich da auf das Ding schieße. Die Truppen des Gebieters verlieren die Schlacht. Wie lange werden sie noch brauchen, um die Räume zu erreichen? Wir arbeiten dran, Marquis. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit für die Extraktion sind. Woher soll ich denn das wissen? Ich weiß noch nicht mal, wie weit die Räume überhaupt weg sind. Ich kenne mich hier auf dem Planeten nicht aus. Ich bin neu hier. Keine Geduld, die Damen. Hinter mir. Schieß auf die Laufbüchse. Die nennen mich Laufbüchse hier in dem Ding. Oh, okay. Es wird doch schon ruhiger. Es ist gar nichts los. Kontrollpunkt. Ich bin geheilt worden? Wie langweilig ist denn das? Also schon nett, aber... Naja, noch ein Panzer. Runtergefallen, egal. Alter, ein Hunter. Oh, jetzt könnte ich eine Heilung gebrauchen. Lass mal Granate. So, ein Hunter weg. Boah, ich bin langsamer geworden, weil ich so beschädigt bin. Kriege ich nochmal eine Heilung? Oder muss ich damit wieder bis zum Checkpoint warten? Alter, geht der langsam. Spirits nähern sich rechts bei den Statuen. Spirits jetzt auch noch. Weiterkämpfen, Osiris. Wir müssen das Konzil erreichen.
Okay. Noch mehr Eliten. Oh, jetzt mal die Seiten hier wegmachen, ey. Die schießen mir immer sonst alle in den Rücken, wenn ich mich um die Panzer kümmern möchte. Okay. Hinter mir sieht es gut aus. Leute! Kann man mich noch wieder hochheben? Nee. Okay. Wenn man in dem Fahrzeug vernichtet wird, ist man komplett in Eimer. Gut zu wissen. Ganz schön viel, was die uns hier entgegenwerfen. Mach ich ja. Aua. Komm schon. So, der Panzer ist weg. Da ist auch wieder ein Jäger da hinten. Oder zwei sogar beide. Ja. Nein, 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 nein. Okay. Weiterkämpfen, Osiris. Wir müssen das Konzil erreichen. Und jetzt kriege ich ständig Heilung. Habt ihr gesehen? Eben eine ganze Zeit überhaupt nichts bekommen. Vale, hau mal ab mit deinem Ghost. Ich mag nicht, wenn man vor mir rumeiert hier. So wie du. Ja, den umgefahren. Nice. Roadkill. Tür geht auf. Tür geht auf. Ah, da ist ein Gegner. Tür geht auf und noch mehr Gegner kommen raus. Ich dachte, hier soll der Gebieter sich drin verschanzt haben. Bereithalten, Marquis. Wir haben den Gebieter fast erreicht. Bin bereit. Mann, Leute, die ballern ja auch ganz schön blöd rum von hinten, ey. Heilung! Da oben ist was, oder? Nein. Nee. Wenn noch ein Schwert von St. Helios am Leben ist, dann der Gebieter. Allerdings. Näher mich der Konzilskammer. Rein da, los! Jetzt werde ich doch schon wieder von hinten angeschossen, weil die da nichts machen. Leute, ihr habt hier Panzer, alles am Start. Schießt mal. Oh ja. Markiert mal alle hier. Ist das bemannt? Nee. Okay. Scheiße, noch mehr Kapseln. Raketenwerfer jetzt auch noch. Komm schon. Geht drauf. Da drin ist auch noch ganz schön was los, aber da sind auch Verbündete. Wir haben die Konzilskammer erreicht. Verstanden, bin unterwegs. Kaidan! Zoru! Kaisuta!
Alles klar. Vale muss immer damit angeben, dass sie Sangheili spricht, oder? In jeder freien Minute muss sie irgendwas raushauen, um irgendwie Eindruck zu schinden. Wir wissen, dass du Zeit hattest und die Sprache lernen konntest. Musst du uns nicht die ganze Zeit vorhalten. Er ist nicht hier. Die Treppe hoch. Links oder rechts? Wir sind fast da, Maki. Da ist der Gebieter. Ich sehe seinen Namen. Schießt ihr auf mich? Ihr schießt doch nicht auf mich, oder? Ihr seid Verbündete. Oh, ich glaube, wenn man das jetzt hört, hat der Gebieter eine neue Stimme bekommen, die sich nicht so toll anhört. Helios! Absicht aufs Ziel. Der Gebieter! Bereit zur Extraktion! Spartans, was hat das zu bedeuten? Ja, er hat eine neue Stimme. Wir haben ihn auch seit Halo 3 nicht mehr gesehen. Aber selbst in Halo 4 am Anfang hat er eine andere Stimme als hier. Also schon die dritte neue Stimme für den Gebieter. Na toll. Da werden die Synchronsprecher mal durchgewechselt. Schwerter von Sangheili abgeschlossen. Mission 8 war das. Dann kommt jetzt Mission 9. Ein schönes Safari-Dorf. Spartan Jameson Locke. UNSC. Captain Lasky lässt grüßen und bedankt sich für die Kooperation. MND. Vom Schatten ins Licht. Spione kündigen sich nun also an, Agent Locke. Ich bin jetzt ein Spartan. Ich weiß, wer Sie sind. Als Agent meldeten Sie sich freiwillig, um mich zu töten. Und heute habe ich Ihnen das Leben gerettet. Und nun jagen sie einen anderen Spartan, den größten ihres Clans. Lass den jagen. Er wird uns nicht finden. Es ist Cortana. Sie hat auf jedes Gerät im Netzwerk zugegriffen. Sie weiß, dass der Wächter hier ist. Locke, das ist unsere letzte Chance. Sie haben die Feuerkraft, uns da reinzubringen. Sunarion ist die letzte Festung der Allianz auf Sangheili. Wir schlagen erst zu, wenn der Sieg uns sicher ist. Doktor, Osiris wird in Kürze starten. Halten Sie sich bereit. Okay, er hat sich ganz schön ein bisschen verändert, der gute Gebieter. Seine Rüstung sieht auch anders aus, von der Farbgebung her. Ein Flüstern im Sturm. Wir sind hier zu Gast. Locke, ich habe ein Briefing vorbereitet. Angesichts von Cortanas Machtdemonstration will ich es nicht über offene Kanäle besprechen. Verstanden, Doktor. Sind unterwegs. Okay, Waffen runter, wir sind hier zu Gast. Ich kann Waffe auch nicht wechseln, nicht einen Anschlag nehmen, nichts. Ich kann hier einfach nur durchlaufen. Wir sind ja schon wieder fast bei der Abreise. Da ist der Gebieter. Schade, ich hätte gedacht, wir sehen mal die weibliche Elise, die mit uns Kontakt aufgenommen hatte. Ob die optisch anders aussehen. KI, nicht die Allianz. Das ist Sabotage. Wir müssen reagieren. Wir bekämpfen einen Feind nach dem anderen. Heute die Allianz. Ja, aber Cortana kennst du doch. Du hast auch mal mit Seite an Seite mit dem Master Chief und Cortana gekämpft. Da ist sein Schwert hier an der Seite, der Schwertgriff. Wir brauchen bald Flakgeschützmunition. Wer singt da? Das sind hier die Eliten. Die Grunts. Der Grunt hat eben gesungen. Einer von denen. Der ist irgendwo da oben. Den finde ich cool. Ich will den mal sehen.
Man sieht den Typ nicht. Schade. Egal, gehen wir mal weiter. Was soll ich machen? Halsey da oben. Ach ja, zur Missionsbesprechung hier. Hier im Einsatzlager. Unter den dicken Statuen. Hier drüben, Osiris. Ich habe einen Weg gefunden, den Wächter zu aktivieren. Das ist ja... Osiris meldet sich zur Stelle, Dr. Halsey. Das ist Forerunner Tech. Hier ist also... Da drin ist, glaube ich, irgendwo der Wächter hier im Berg. Osiris. Das ist eine Wächterdrohne, oder? Das Bild? Das ist ein Konstrukteur. Ein Werkzeug der Blutsväter, dank dem ich mich mit dem Wächter verbinden kann. Konstrukteure waren in Blutsväteranlagen allgegenwärtig. Diese Hügel sind voller Unterstützungsstationen für den Sanghelios-Wächter. Parma besitzt Koordinaten einer solchen Station. Dort sollte es einfach sein, einen Konstrukteur zu finden. Meldung! Verschwinde. Die Grunts, ey. Meldung! Verschwinde. Nice. Okay, wir müssen einen Wächter finden. Einen Konstrukteur. Mal gucken, was Parma dazu sagt. Bereit, wenn Sie es sind, Osiris. Wir müssen mit dir wegfliegen. Okay, Leute, wir gehen in der nächsten Mission mit Parma auf die nächste Mission. Vale, Tanaka und Buck auch am Start. Bin ich mal gespannt, ob uns die gute Parma auch begleitet. Sie hat schon ihr Helm aufgesetzt. Ich denke mal schon. Wie in alten Infinity-Zeiten aus Halo 4 haben wir mal wieder Parma mit am Start. Also, es geht in der nächsten Folge weiter. Auf der Suche nach dem Konstrukteur. Hoffe ich, glaube ich jedenfalls. Kann auch wieder sein, dass es wieder so einen Szenenwechsel gibt. Und wir mal wieder den Master Chief sehen. Das könnte auch mal wieder vorkommen. Also Leute, bis zur nächsten Folge von Halo 5. Haut rein, Leute. Bis dann und danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.